Es ist kurz nach 6 Uhr und in weniger als einer Stunde geht mein Zug nach Köln zur vielleicht besten Gamescom, die ich je hatte. Denn im Gegensatz zu all den Jahren davor habe ich dieses Mal rein gar keine Termine. Reaching out for morning the stars, building our dream and burn. The darkest times we will shine. The power inside my thinking on mind. Ich habe viele gute Erinnerungen an die Gamescom. Hier habe ich die 100.000 Abonnenten damals geknackt. Hier habe ich in Spiele reingeschaut, lange bevor sie rausgekommen sind. Hier habe ich die ein oder andere Party gefeiert, auch teilweise echt total verrückte VIP-Influencer-Dinger. Hier habe ich neue Freunde gefunden und viel mit meinen Kollegen gemacht, immer abends essen gegangen und tagsüber hinter Halle 8 mit den Zuschauern gechillt. Wie auch zum Beispiel in diesem krassen Hype-Jahr, wo ich Stunden über Stunden Autogramme gegeben habe. Das sind alles dermaßen verrückte Erinnerungen und das geht dann hin bis zu letztem Jahr, wo ich ja die ganze Zeit auf Bühnen stand und so viel unterwegs hatte und so viele Termine hatte. Und dieses Jahr ist so das genaue Gegenteil. Ich habe gar keine Termine und bin einfach nur hier. Ich glaube, jetzt schaue ich mich erstmal ein bisschen auf dem Gelände um. Einen der coolsten Stände hatte dieses Jahr definitiv Planet Zoo. Mit frischem Grün hat sich der Stand angenehm vom restlichen Cyber-Flashy-Gamescom-Look abgehoben. Ansonsten quasi dieselben Stände wie schon im Jahr davor. Xbox kennt man, World of Tanks immer mit demselben Panzer und so weiter. Am liebsten hätte ich mir Watch Dogs und Cyberpunk angeschaut, aber die Schlangen waren schon am Dienstag. Naja, muss ich wohl bis nächstes Jahr warten. Neu dieses Jahr war Stadia und Netflix mit großem Aufgebot, unter anderem Love, Death, Robots. Muss sagen, bin ziemlich Fan davon. Und ich habe das erste Mal Shakes and Fidget Werbung gesehen. Wusste nicht mal, dass es da Werbung gibt. Dann war ich noch bei Elgato und habe mir die Stream Decks angeschaut, ironischerweise am Tag danach eins zugeschickt bekommen. Video dazu kommt auch noch bald. Sehr cool fand ich auch die Gamescom University, wo man sich zu Studiengängen beraten lassen konnte. Naja, für mich ist es da leider schon ein bisschen zu spät. Naja, und dann bin ich Klimmy Boy in die Arme gelaufen. Lasst uns über Indie-Games reden. Jedes Jahr aufs Neue ist die Indie-Area einer meiner Lieblingsbereiche. Richtig cooler Stil, irgendwie frisch und viel persönlicher. Meine Favoriten waren ein weiteres Mal Lonely Mountains Downhill, wo ich ja auch schon die letzten zwei Jahre was zugemacht habe. Sehr geil fand ich auch Vectronome. Nicht nur ein richtig cooles Rhythmus-Musikspiel, sondern mit Abstand auch mein Lieblingsstand. So richtig kreativ. Richtig gut sah auch Tiny Tanks aus, ein lokales Multiplayer-Game. Und naja, so ein richtiges Freundschaftszerstören-Spiel. Und dann bin ich Xenos in die Arme gelaufen. Ja, und guess what? Den restlichen Tag habe ich mit Klimmy Boy und mit Xenos, die sitzen auch gerade beide hier, habe ich mit den beiden und mit Kunga, der jetzt gerade mit Bottler sein eigenes kleines Ding startet und so vielen anderen einfach den ganzen Tag nur gelabert. Es war wirklich, also ich habe seitdem auch nichts mehr gefilmt oder irgendwas gemacht, sondern einfach nur gelabert. Und ja, jetzt geht gleich schon mein Zug nach Hause. Wir gehen jetzt noch ganz kurz zu YouTube und dann war es schon wieder mit heute. Das ist, Gamescom ist vor allem labern, habe ich so das Gefühl. Eigentlich war der Plan, das ist auch einer der Gründe, warum ich zur YouTube-Party gegangen bin, weil die war halt direkt am Hauptbahnhof, dass ich direkt danach nach Hause fahre, hier dann so 5, 6, 7 Stunden schlafe und dann wieder mit dem Zug zurück nach Köln fahre, weil ich dort keine Unterkunft hatte. Ja, jetzt bin ich doch ein bisschen länger auf der Party geblieben, habe dann den letzten Zug genommen. Der hatte noch Verspätung und einen Polizeieinsatz und jetzt ist 3 Uhr morgens. Ich saß jetzt gerade 4 Stunden in diesem Zug und ich weiß nicht warum, aber die hatten ihre Klimaanlage auf Arktis eingestellt. Also es war jetzt nicht wirklich wärmer als draußen. Also voll die Halsschmerzen davon. Und ich habe eigentlich nicht vor, krank zu werden. Nicht schon wieder. Das heißt, ich schlafe jetzt mal ein bisschen länger und ja, hoffentlich geht es mir morgen ein bisschen besser. So, kleine Planänderung. Es ist jetzt 8 Uhr morgens und ich fahre gleich zum Bahnhof und dann zurück nach Köln. Allerdings ist nicht Mittwoch,
sondern Donnerstag. Mir ist eine Sache an Gamescom-Vlogs aufgefallen. Die sind oft auf Musik geschnitten oder so ein bisschen mit Sprache dran, so wie ich das auch gemacht habe. Aber was dabei ein bisschen verloren geht, ist das Feeling, wie es ist, auf so einer Messe zu sein. Deswegen habe ich mir als nächstes ein bisschen was anderes überlegt. Was ihr jetzt sehen werdet, sind Szenen ohne Musik, ohne Kamerabewegung, ohne alles, was in irgendeiner Form dafür da ist, um ein schöneres Bild zu generieren. Sondern ihr seht jetzt die Gamescom so, wie sie tatsächlich ist. Und das war's auch schon wieder mit der Gamescom. Immer ein bisschen anders als geplant, aber ich habe trotzdem noch alles gesehen, was mich interessiert hat. Und viel wichtiger, viele interessante Gespräche geführt und viel Spaß gehabt dieses Jahr. Ich muss ehrlich sagen, dieser letzte Part, so ganz ohne Musik, einfach nur Geräusche, das ist cool. Vielleicht mache ich nächstes Jahr einen ASMR Gamescom-Vlog. Aber vielleicht werde ich auch nicht ganz verrückt. Wobei, das nächste Video ist hochkant, also ganz verrückt. Ich fahre mal nach Hause. Macht's gut.